Hallo liebe Leute. Guck mal, ich bin gerade in einer katholischen Kirche mit den beiden hier. Das ist Richard, der ist Priester. Hi. Und das ist Pia, die ist Ministrantin. Hallo. Und gemeinsam wollen wir jetzt gleich den Gottesdienst vorbereiten, der hier gleich stattfinden soll. Dafür braucht man sowas und man braucht auch sowas. Was ist das, Richard? Das ist der Kelch für den Wein und die Schale mit Brot. Ja, man kann das essen, aber nicht jetzt, du. Das ist für den Gottesdienst gleich. Und den müssen wir jetzt eben auch vorbereiten. Jetzt? Ja. Wir sollten uns schon ein bisschen beeilen jetzt. Der beginnt ja gleich. Ach so, ah ja, dann los. Jetzt los. Und ihr wisst jetzt auch, worum es heute geht. Heute geht es ums Christentum. Was kann ich denn tun? Weltweit gibt es viele verschiedene Religionen. Zum Beispiel das Judentum, den Islam und auch das Christentum. Diese drei Religionen sind eng miteinander verwandt. Denn aus dem Judentum entstand irgendwann das Christentum und später auch der Islam. Eine wichtige Gemeinsamkeit? Sie alle glauben an einen Gott und daran, dass er die Welt erschaffen hat. Das Christentum ist die Religion mit den meisten Anhängerinnen und Anhängern. Weltweit gibt es mehr als 2 Milliarden Gläubige. Sie gehören unterschiedlichen christlichen Kirchen und Glaubensgemeinschaften an. Man sagt dazu auch Konfessionen. Die drei größten Konfessionen sind die katholische Kirche. Sie haben einen Chef, den Papst in Rom. Die protestantische Kirche, manche sagen auch evangelische Kirche dazu. Und die christlich-orthodoxe Kirche. Man nennt sie auch Ostkirche, weil sie vor allem in Russland und Osteuropa verbreitet ist. In Deutschland ist etwa die Hälfte aller Menschen Christ oder Christin. Und die meisten Feiertage sind christliche Feste. Zum Beispiel Ostern oder auch Weihnachten. Ihr merkt also schon, beim Christentum gibt's richtig viel zu entdecken. Also, seid ihr alle bereit? Hier kommt der Christentum-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Wer war Jesus? Was steht in der Bibel? Und was macht ein Ministrant oder eine Ministrantin? Das check ich für euch. Los geht's bei der katholischen Pfarrjugend in Königsbrunn bei Augsburg. Hallo alle! Hi! Da treffe ich jetzt Lea und Andi. Das ist Aaron. Und das ist Miriam. Der hier den Tisch schleppt, das ist Jeremias. Und das ist Max. Und das sind Pia, die kennt ihr ja schon, und Leonie. Die Pfarrjugend trifft sich regelmäßig und engagiert sich in der katholischen Kirche. So wie heute. Sie basteln was für den morgigen Gottesdienst. Das Thema ist, was ist Glaube? Ich bin gespannt, was für Sie Glaube ist. Ist ja gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Dann erklärt mir doch mal, was dieser Glaube an Gott für euch bedeutet. Pia, was heißt das für dich? Gott ist ja einfach so mega, wenn man das so sagen kann. Egal was du hast, du kannst ihm irgendwas von einem tollen Tag erzählen, kannst ihm aber von einem blöden Tag auch erzählen und er hört dir zu. Der Glaube für mich und vielleicht auch für viele andere ist immer da. Wenn man aufsteht, wenn man sich die Zähne putzt, wenn man frühstückt, wenn man in die Schule geht oder in die Uni. Da muss man nicht in die Kirche gehen, Gott ist einfach immer da. Natürlich ist die Vorstellung ein bisschen komisch vielleicht. Einfach Gott so als Freund. Ich meine, es ist nicht so einfach, sich Gott einfach vorzustellen. Wir können ihn ja nicht sehen. Und wenn wir beten mit ihm, dann hört er uns zu. Aber wir können nicht immer davon ausgehen, dass er natürlich alle unsere Wünsche erfüllt. Er ist schließlich kein Flaschengeist oder sowas. Das mit Gott und dem Glauben finde ich echt spannend. Denn für jeden bedeutet es was anderes. Eins aber ist für die allermeisten Christinnen und Christen wichtig. Nämlich das Sprechen mit Gott. Jeremias, kannst du mal erzählen, wie du mit Gott redest? Wie betest du? Ja, also als erstes, da suche ich mir was zum Hinsetzen, zum Beispiel hier die Bank. Da setze ich mich einfach gleich hin, dann mache ich ein Kreuzzeichen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann mache ich die Augen zu und falte die Hände natürlich so, wie das alle schon kennen wahrscheinlich, und dann die Augen zu machen. Und dann kann ich einfach beten. Also das heißt, ich kann einfach reden mit Gott. Ich kann mit ihm sprechen über das, was ich mir wünsche oder auch einfach meine Sorgen loswerden. Und man kann sich das auch einfach nur denken, man muss das auch nicht aussprechen. Gott hört das auch. Hast du schon mal eine Antwort bekommen auf ein Gebet? Weil du sprichst ja mit Gott und stellst ja auch Fragen oder bittest um Dinge. Hast du schon mal
eine Antwort zurückgekriegt? Also so richtig jetzt nicht, aber zum Beispiel ganz normale Situation, wenn man eine Klausur schreibt in der Schule oder so und man hat voll Angst davor und die Freunde beruhigen einen und dann denke ich mir halt so, okay, vielleicht ist Gott jetzt dahinter und sagt, den beruhigt sie doch mal oder so. Ah, ja. Okay. Meiner Meinung nach ist es okay, wenn man jetzt sagt, ja, ich sag jetzt, dass es nicht Gott war, sondern keine Ahnung, Zufall oder so. Mhm. Aber für mich persönlich sage ich dann halt, das war jetzt eine Aktion von Gott. Was ich echt toll finde, an Gott zu glauben, scheint für alle hier was richtig Schönes zu sein. Wie so eine Art Klebstoff, der alle Christinnen und Christen miteinander verbindet. Höchste Zeit, dass wir auch unsere Kartons miteinander verbinden. Und für euch gibt's in der Zwischenzeit die Mitmachfrage. Was passiert während des Abendmahls? A. Brot und Wein werden geteilt. Oder B. Das Weihrauchfass wird befüllt. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Also ich finde es echt richtig schön geworden. Das ist mega. Und euch schon mal vielen Dank. Ich habe jetzt schon ganz viel mitbekommen und vielen Dank, dass ihr mir das alles so erzählt habt. Wir sehen uns, glaube ich, alle morgen im Gottesdienst wieder, richtig? Ja. Genau. Top. Und Pia, wir reden jetzt noch über was ganz Wichtiges, was auch zum Christentum dazugehört. Genau, über Jesus. Wir reden über Jesus und zwar in der ersten Checkerfrage. Wer war Jesus? Christinnen und Christen glauben, dass Gott Jesus auf die Erde geschickt hat. Und zwar mit dem Auftrag, den Menschen von Gott und von seiner Liebe zu erzählen. Ich meine, ein paar Sachen über Jesus weiß ich auch. Mhm. Aber wir können ja mal versuchen, zusammen und vor allem ich mit deiner Hilfe, zu erzählen, wer Jesus eigentlich war. Ja. Fang doch du an. Okay. Also Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden, dass Jesus tatsächlich gelebt hat. Man hat es nämlich herausgefunden, weil es Notizen und Texte über Jesus gibt. Zum Beispiel weiß man, dass Jesus Jude war. Und er hat vor circa 2000 Jahren im heutigen Israel und Palästina gelebt. Und da steht auch drin, dass er eine Art Religionslehrer war und somit die Menschen begeistert hat. Aber dann wurde er zum Tode verurteilt und ist am Kreuz gestorben. Okay. Und deshalb ist auch das Kreuz für euch Christen so wichtig, richtig? Richtig. Aber wie Jesus wirklich ausgesehen hat, das weiß man nicht genau, ne? Nee. Weil also wird er ganz häufig so dargestellt. Ja. Genau, als irgendwie ein weißer Mann, mittelgroß, lange Haare. Nicht so lang. Der ist besser. Aber ich glaube, das ist ja, weil Menschen sich ja, Jesus dann häufig so vorstellen, wie sie selbst aussehen, um zu zeigen, er ist einer von uns. Heißt aber umgekehrt auch, Jesus könnte auch ganz anders ausgesehen haben. Auf jeden Fall, ja. So zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Oder so. Ich glaube nicht, dass er vor 2000 Jahren so ausgesehen hat. Ja, okay, so vielleicht nicht. Aber nachdem er gestorben ist, haben seine Freundinnen und seine Freunde Geschichten über ihn aufgeschrieben. Und diese ganzen Geschichten, die stehen dann zum Beispiel in der Bibel, richtig? Genau, richtig. Die Bibel ist ja die heilige Schrift von euch Christen. Ja. Und da steht eben drin, dass er als Wanderprediger unterwegs war, dass er umhergelaufen ist, ganz viele Menschen getroffen hat und denen erzählt hat, dass erstens Gott sie liebt und zweitens, dass sich die Menschen auch untereinander lieb haben sollen. Genau. Nur die Mächtigen im Land, die fanden das gar nicht toll und hatten sich von den Anhängern Jesu, also von seinen Jüngern, bedroht gefühlt. Und deswegen wollten sie, dass er stirbt. Am Abend vor seinem Tod ist Jesus noch mal mit seinen Jüngern zusammengekommen. Sie haben noch mal gemeinsam zu Abend gegessen, haben Brot und Wein geteilt. Das Ganze nennt man auch das letzte Abendmahl. Und kurz darauf ist Jesus dann gestorben. Genau. Aber Jesus, glauben seine Anhängerinnen und Anhänger, ist nach 3 Tagen wieder auferstanden, ist dann in den Himmel aufgefahren und sitzt seitdem neben Gott. Genau, richtig. Und seine Freundinnen und Freunde haben dann die Geschichten und seine Taten allen Menschen erzählt, sogar über die Landesgrenzen hinaus. Mhm. Und so haben sich immer mehr Menschen der Jesusbewegung angeschlossen. Mhm. Und nach Jahrhunderten, Schritt für Schritt, ist dann das Christentum entstanden. Pia, vielen Dank. Jetzt habe ich noch mal echt richtig viel kapiert. Ja, sehr Mega. Gerne. Danke dir. Jesus hat vor etwa 2000 Jahren gelebt. Er hat den Menschen gezeigt, wie wichtig Liebe und Freundlichkeit sind. Gecheckt. Beten und an Gott glauben, das können Christinnen und Christen überall. Viele gehen dafür aber in die Kirche, in das Gotteshaus der Christen. In Deutschland gibt es rund 45.000 Kirchen, katholische und evangelische. Ich gucke mir jetzt die katholische Kirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn an. Und zwar zusammen mit Priester Richard. Guckt mal, wie schön diese Kirche aussieht.
Und ich mag auch den Klang immer so sehr in so einer Kirche. Dieses Hallo! Das Echo, ne? Echo. So, und das hier ist dann quasi dein Arbeitsplatz, ne, als Priester? Kann man so sagen, ja. Was ist denn als Priester deine Aufgabe in so einer Kirche und in so einer Kirchengemeinde? Ich feiere Gottesdienste mit den Menschen, die zu uns in die Gemeinde kommen. Du leitest die Gottesdienste? Ich leite die Gottesdienste. Das ist ein ganz wichtiger Teil für mich, aber auch einfach da zu sein für die Leute, auch als Ansprechpartner, so, dass Menschen kommen können, vielleicht gerade auch die, denen es nicht gut geht, die eine Frage haben, die ein Problem haben. Und du bist einfach immer für jeden, der Lust hat, da, mit einem offenen Ohr? Ich versuch's. Echt? Ist aber viel Arbeit, oder? Ja, schon. Der große Tisch hier ist der Altar. Von hier aus leitet Richard die Gottesdienste. Dabei wird gesungen und gebetet und... Wir feiern Eucharistie. Warte mal, ganz kurz. Eucharistie? Eucharistie. Was ist das? Du kennst wahrscheinlich das letzte Abendmahl. Jesus hat Brot und Wein den Jüngern gereicht und wir feiern auch Abendmahl Eucharistie und glauben und feiern, dass Jesus im Brot und im Wein ganz nah bei uns ist und zu uns kommt. Ja. In den katholischen Gottesdiensten verteilt Richard deswegen Wein an die Erwachsenen und ganz einfaches Brot. Darf ich das mal probieren? Das kannst du probieren. Man sagt dazu auch Oblaten. Ganz einfacher Geschmack. Ja, ganz einfach. Schmeckt aber gut. Erinnert so ein bisschen an so eine Eiswaffel, finde ich. Ja, Mehl, Wasser, mehr ist nicht drin. Beim Gottesdienst liest Richard auch aus der Bibel vor. Da steht das Wichtigste über den christlichen Glauben drin. Und was genau, kläre ich jetzt. Checkerfrage. Was steht in der Bibel? Vor der Kirche bauen wir uns dafür ein Bibelbücherregal auf. Die Bibel ist nämlich nicht ein Buch, sondern ein Buch, das aus vielen einzelnen Büchern besteht. Und es ist in zwei große Teile geteilt. Einmal in das Alte Testament, da stehen Geschichten über Gott und über die Menschen drin. Und dann noch in das Neue Testament. Darin geht es um Jesus, um sein Leben und um seine Taten. Wenn ich dich jetzt abfragen würde, sagen wir mal wirklich die ersten paar Sätze aus der Bibel. Kannst du die auswendig sagen? Die müsste ich hinkriegen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Stimmt. Finsternis lag über der Urflut. Ja. Und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Das stimmt alles. Und er sah, dass das Licht gut war. Ja, das stimmt auch. Krass. Aber richtig gut. Und warum ist die Bibel eigentlich so wichtig für euch, für Christen und Christinnen? Ja, die Bibel ist wie eine Entdeckungsreise. In der Bibel stehen viele Geschichten über Gott, die uns erzählen, wer ist Gott, was hat Gott alles gemacht. Dort wird es erklärt, wie Menschen auch miteinander leben können. Ja. Okay. Also man könnte sagen, die Bibel ist so eine Art Bedienungsanleitung. Wie kann man ein guter Mensch sein? Wie kann man ein gutes, friedliches, glückliches und gläubiges Leben leben? Aber es gibt auch die eine oder andere Regel, an die Menschen sich halten sollen. Am bekanntesten sind, denke ich, die 10 Gebote. Die 10 Gebote stehen im Alten Testament und sind ziemlich gute Regeln. Zum Beispiel, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst deine Eltern ehren. Oder auch, du sollst nicht töten. Diese Gebote gelten für Christen auch heute noch. Ebenso für die Juden und Muslime. Und auch viele Menschen, die nicht glauben oder einer Religion angehören, finden die Regeln gut und sinnvoll und halten sie ein. Im Neuen Testament stehen viele Geschichten von Jesus und seinem Leben. In denen geht es auch oft um einen guten Umgang miteinander. Eine der Geschichten geht so. Also Zachäus ist in der Gesellschaft ein Außenseiter, der ist ausgestoßen, der gehört nicht dazu. Und er will aber trotzdem Jesus einmal treffen. Und Jesus kommt in ein Dorf und Zachäus hat sich gedacht, ich kletter auf den Baum, da kann ich Jesus zum einen sehen und bin gleichzeitig versteckt und die Leute sehen mich nicht. Und so kommt Jesus an ihm vorbei und hält genau bei ihm am Baum an, schaut nach oben und sagt, Zachäus, heute möchte ich bei dir zu Gast sein. Also bei dir möchte ich heute Abend ein Fest feiern. Und ja, die Leute regen sich riesig drüber auf. Ja, wie kann er mit diesem Zachäus, der doch gar nicht dazugehört, heute da ein Fest feiern? Finde ich spannend, weil das ist ja eine Geschichte, die könnte heute in jeder Klasse so stattfinden. Da gibt es auch manchmal Leute, die halt einfach irgendwie nicht dazugehören, vielleicht sogar gemobbt werden, wo die anderen alle gemein zu denen sind. Und die Geschichte sagt uns aber, ey, seid nicht so, seid nicht gemein zu anderen Leuten, sondern ja, schließt alle mit ein und seid einfach nett und fair zueinander, dann geht's allen besser.
Und das ist halt das Schöne an der Bibel, die ist ja uralt im Grunde. Mhm. Und man kann sie aber immer so ins Heute auch wieder reinholen und übersetzen. Und das macht sie zu einem lebendigen und spannenden Buch. In der Bibel stehen Geschichten über Gott, die Menschen und Jesus. Und wie wir gut miteinander leben können. Checkt. Jetzt zeigt mir Richard noch meine Spezialaufgabe für den Gottesdienst morgen früh. Dafür geht's in ein Nebenzimmer der Kirche. Bin mal gespannt, was er für mich hat. Du wirst die Festtagsglocken einschalten. Oh wow, draußen am Turm, die draußen großen. Die großen. Mega. Alle. Okay, ja, mega. Wo muss ich drücken? F4. Da. Jawohl. Und wann? Genau im richtigen Moment. Wann ist denn? Und zwar, wenn wir am Ende des Gottesdienstes die Kniebeuge machen. Was ist, wenn ich es verkacke und wenn es ein bisschen vorher oder ein bisschen nachher ist? Ja, das kannst du dir gar nicht ausmalen. Okay. Ich mach mich bereit für morgen. Danke dir. Das Christentum ist vor knapp 2000 Jahren entstanden. Am Anfang waren sich viele Christinnen und Christen noch nicht einig darüber, wie guter, richtiger christlicher Glaube aussieht. Manche haben sich dann zu Gruppen zusammengeschlossen, wenn sie eine ähnliche Meinung hatten. Und aus einer dieser Gruppen ist die katholische Kirche hervorgegangen. Die katholische Kirche wurde im Laufe der Jahre immer mächtiger. Und um noch mehr Macht zu haben und auch um noch reicher zu werden, haben sich unter anderem die Bischöfe und der Papst irgendwann neue Regeln überlegt. Sie haben den Gläubigen zum Beispiel gesagt, hey, wenn ihr uns, der katholischen Kirche, Geld bezahlt, dann vergibt euch Gott eure Sünden, also eure bösen Taten. Das haben die Gläubigen der katholischen Kirche natürlich geglaubt und haben ihr richtig viel Geld bezahlt. Darüber haben sich viele Menschen und auch der deutsche Mönch Martin Luther richtig krass aufgeregt. Luther war der Meinung, dass von diesen neuen Regeln der katholischen Kirche ja überhaupt nichts in der Bibel steht, sondern dass Gott alle Menschen liebt und auch allen ihre Sünden vergibt, egal ob sie arm oder reich sind. Daraufhin hat sich dann um Martin Luther die evangelische Kirche gebildet. Bis heute gibt es ganz viele Gemeinsamkeiten zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Zum Beispiel glauben beide an den gleichen Gott. Und für beide ist die Bibel richtig wichtig. Es gibt aber auch ein paar Unterschiede. Viele Katholiken finden den Papst richtig super. Sie glauben, er ist ein Stellvertreter von Jesus auf der Erde und ist deswegen für sie der Chef der katholischen Kirche. Für evangelische Christen wiederum spielt der Papst keine Rolle. Die Gläubigen wollen eine direkte Verbindung zu Gott und keinen Kirchenchef, der den Gläubigen sagt, was sie tun oder glauben sollen. Während es in der evangelischen Kirche Frauen und Männer gibt, die Pfarrerinnen oder Pfarrer sind, dürfen in der katholischen Kirche nur Männer Priester oder Pfarrer werden. Die meisten von ihnen leben im sogenannten Zölibat. Das heißt, sie dürfen keine Ehe, keine Liebesbeziehung eingehen und sie dürfen auch keine Kinder haben. Sie sollen sich wirklich voll auf den Glauben, Gott und auf ihre Gemeinde konzentrieren. Aber bei allen Unterschieden zwischen evangelischer und katholischer Kirche. Immer häufiger feiert man auch gemeinsame Gottesdienste. Und die nennt man dann Ökumene. So, es ist Sonntagmorgen und der katholische Gottesdienst beginnt bald. Ich treffe jetzt noch mal Pia und kläre mit ihr meine letzte Checker-Frage. Was macht ein Ministrant oder eine Ministrantin? Also wir Ministranten, wir unterstützen ja oder dienen ja beim Gottesdienst. So helfen wir dem Priester, dass er nicht alles allein machen muss. Und da, von euch? Ja, genau. Und da gibt es zum Beispiel die Leuchter. Da trägt immer eine Person einen Leuchter. Kannst auch mal hochheben. Sind schon ein bisschen schwer. Oh ja. Also wenn ihr quasi Priester und Ministrantin, wenn ihr in die Kirche reinkommt, dann hat einer die Aufgabe, den Job quasi, diese Kerze zu tragen. Genau, richtig. Das ist ganz schön schwer. Ja. Ein anderer Ministrant wird nachher das Kreuz tragen und Pia wird das Weihrauchfass schwenken. Wie das funktioniert, zeigt sie mir jetzt. Als erstes legen wir ein kleines Stück Kohle in die Schale und zünden es an. Und jetzt halt kommt hier der Weihrauch drauf, damit es besser riecht. Mit Weihrauch meint Pia kleine Stücke vom Harz des Weihrauchbaums. Der Baum sieht übrigens so aus. So, und jetzt Deckel zu und schwingen. Und es riecht auch wahnsinnig, ja, wahnsinnig eigen irgendwie. Diesen Geruch kennt man echt aus Kirchen, ja, oder ich zumindest. Ja. Und sag mal, warum genau macht man das denn überhaupt? Also wozu der Rauch? Das ist eine Verehrung von Gott. Das ist auch so ein bisschen symbolhaft, dass unsere Gebete und unsere Lieder, alles, was wir im Gottesdienst haben, nach oben in den Himmel steigen. Ah, so wie der Rauch, der da rauskommt. Genau, richtig. Ah. So, und weil ich heute schon mal da bin, hat auch Pia eine Aufgabe für mich. Punkt 11.30 Uhr
darf ich diese Glocke läuten. Das ist dann der Startschuss für den Gottesdienst. Und mit den großen Glocken draußen im Kirchturm beende ich ihn dann. Heieiei, hoffentlich klappt das alles nachher. Ach so, klar. Und das Kreuz darf natürlich auch nicht fehlen. Die Kirche füllt sich langsam und im Nebenzimmer machen sich Pia und die anderen Ministranten bereit. Sie ziehen festliche Kleidung an. Ministrant oder Ministrantin kann jeder werden, der katholisch getauft ist. Die Ausbildung dauert etwa 2 Wochen. So, jetzt ist ja gleich soweit und der Gottesdienst geht los. Seid ihr noch aufgeregt vorher, Pia? Also ich bin schon immer ein bisschen aufgeregt, vor allem wenn man Weihrauch zum Beispiel macht, weil man hat so viele verschiedene Wege, wie man laufen muss. Ja, schon ein bisschen aufregend, vor allem wenn wir so viele kleine Minis noch dabei haben, die jetzt noch nicht so oft ministriert haben. Aber ist eigentlich immer ganz cool, auch mit den Kleinen. Okay. Wir sind startklar. Also jetzt geht der Gottesdienst gleich los. Alle Ministrantinnen und Ministranten stehen bereit. Stehen bereit. Da geht's lang. Genau, heißt auch, ich gehe jetzt an meine Glocke drin, ne? Wir warten auf dein Zeichen. Jetzt wird's ernst dann also. Dann geht's los. Okay. Ganz viel Spaß euch allen und schönen Gottesdienst. Danke. Bis gleich. Auch. Ciao. In 3, 2, 1. Dann geht's los. Die Ministrantinnen und Ministranten versammeln sich um den Altar. Von dort aus können sie Richard am besten helfen. Wir feiern jeden Sonntag ein Fest, weil wir an jedem Sonntag die Auferstehung von Jesus Christus feiern. Was wann im Gottesdienst passiert, ist ganz genau festgelegt. Den Ablauf müssen Pia und die anderen gut kennen, damit sie ihren Einsatz nicht verpassen. Zum Schluss feiern alle gemeinsam das Abendmahl. Und mir wird nochmal deutlich, die Menschen hier im Gottesdienst verbindet ihr Glaube. Ministranten und Ministrantinnen helfen dem Priester im Gottesdienst. Sie tragen zum Beispiel Kerzen oder schwingen das Weihrauchfass. Gecheckt. Jetzt ist der Gottesdienst fast vorbei. Deshalb gibt es für euch jetzt noch die Antwort auf die Mitmachfrage. Ich wollte von euch wissen, was passiert während des Abendmahls? A. Brot und Wein werden geteilt? Oder B. Das Weihrauchfass wird befüllt? Na, habt ihr die Antwort in der Sendung entdeckt? Guckt mal. Jesus hat Brot und Wein den Jüngern gereicht und wir feiern auch Abendmahl Eucharistie. Richtig ist also Antwort A. Beim Abendmahl im Gottesdienst werden Brot und Wein geteilt. Jetzt muss ich läuten. Okay. Was war das? F4. Glocken. Das sind keine Glocken. So, das sind Glocken. Und das war's vom Christentum-Check. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.